So, jetzt zeichne ich das Video auf. Es ist Dienstag, der 2. März. Und ich mache wieder Cleanups. Cleanups jetzt am Mühlheimer Rheinufer. Oder ist es schon Stammheim hier? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall versuche ich mal 100 wieder. Und den Hintergrund habe ich gerade mal ausprobiert. Ich denke, solange wir noch keine Roboter haben, die das machen, und wir noch Muskeln brauchen, um einen schönen Körper zu kriegen, machen wir das selber. In diesem Sinne, Push-Up for Cleanups, for good sozusagen, for the world, for myself and for the world. Oder andersrum, for the world and myself. Und jetzt schalte ich mal den virtuellen Hintergrund wieder aus, damit man sieht, was ich mache, weil das funktioniert, glaube ich, sonst nicht. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Okay, die Realität ist ja doch noch ein bisschen schöner. Gucken, ob das einigermaßen gerade ist. Ich hoffe. Und dann legen wir mal los, dass ich diese Mütze bei dem schönen Sonnenschein anhabe, liegt daran, da ich das Mikro am Headset habe. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt meine App, mit der ich das noch zähle. Und los geht's. Erstmal, let's start. So, es knispert etwas die Bluetooth-Verbindung. Mal gucken, wie weit die geht und ob das den Ton aufnimmt. Ich glaube, jetzt ist er abgerissen. Thank you.
So, könnte sein, dass die Bluetooth-Verbindung wieder klappt. Wir sprechen ein bisschen was. Hier ist die Bank etwas kaputt. Und jede Menge Zigarettenkippen und Mikroplastik, Alufolie. Alles, was nicht in die Natur gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die Zigarettenkippen so schädlich in der Natur verhalten, wie ich das glaube. Aber ich glaube nicht, dass sie so schnell sich in Unschädliches auflösen. Und es sieht außerdem äußerst unschön aus. So, das waren sicher ähnlich viele Zigarettenkippen wie Liegestütze. Wahrscheinlich sogar ein paar mehr Zigarettenkippen und Müllteile. Auch sowas gehört nicht in die Natur.
ist zwar nur Alu oder Blech, aber wenn man mit dem Fahrrad drüber fährt, hat man ein Loch im Reifen. Und das ist ökologisch Mist. Irgendwo ist mein Headset. Wo auch immer es ist. Ah, da ist es. So. Bisschen zu warm für Pullover und Mütze. Aber wahrscheinlich fliegt mir das Headset jetzt direkt wieder raus. So, 100 Liegestütze für mich und 100 Teile weniger Müll für die Natur. Muss man hier die Aufzeichnung stoppen.